Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, wir sind hier wieder bei Sniper Elite V2 in der Mission, weiß ich nicht, wievielten. Und ich bin Dietschan Zockt. Und bei mir habe Ich ich. bin Eike. Hallo. Hallo. Ja, wir sollten anfangen, es ist nicht schon sehr, sehr spät. Ja, sehr, sehr spät im Spiel ist es nicht nur. Naja. Es wird jetzt übel. Das könnte nämlich das Finale sein, die letzte Mission des Spiels. Ah, das bezweifle ich. Ich glaube, da kommt noch was. Na dann. Okay, dann spart mir mal, ne? Ja, warum machst du das nicht früher? Ich hoffe, es gefällt euch. Mir nämlich nicht. Muah. Muah. Schon fängst du dir an zu. Was war das? Ach ja, Russen sind es jetzt diesmal wieder, ne? Ich sterbe, hilf mir. Muss aber erst noch den Kill holen. Hätte man eh keine Punkte mehr bekommen aus der Entfernung. Natürlich bekommt man Punkte. Ich habe keine bekommen. Ja, weil ich ihn mit der Pistole umgebracht habe. Nein, ich habe ihn ins Herz geballert. Stimmen wir uns nicht über der Kollisionsabfrage wegen. Komm! Da ist der Brave, ja. Oh, Es ist sweet. natürlich schön, dass er der Aufnahmeleiter ist und hinter mir herläuft die ganze Zeit, anstatt Ja. mal selber vorzugehen. Ja, ich muss dich ja Nö. auch im Bild haben. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, Es, was du das tust. Spiel geht um mich. Wieder Propagandaposter. Sind wir ja bei Downpour, oder warum lief hier auf die ganze Zeit Wasser runter? Oh, Wolkenbruch. Ich hasse Wolkenbrüche. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich hasse Sonnenschein. Ist irgendwas, was du magst? Ja, Regentage. Aber nur auf drinnen, oder? Nein. Ach, egal. Wenn die so hin und her laufen, ist das Treffen eh schlecht. Zack! Hier ist ein Munitionspaket. Hä? Ich hab einen Kopf geballert und krieg gar nichts. Oh. Ja, ich habe Punkte bekommen. Das Spiel ist manchmal so, mal so, mal so, ne? Ein bisschen, wenn man nicht gut spielt. Das Spiel mag dich nicht. Ja, ich glaube, das Spiel mag generell keine Menschen. Also ich komme ja ganz gut durch. Es ist ein Misanthrop. Ach so wie Athena. Ja. Nein. Nein. Wir wollen keine Leute dissen. Wir dissen nur Ach große komm, YouTuber. er hat's verdient. Ja, wir dissen nur große YouTuber. So wie German Let's Play, der sagt, Regeln sind da, um sie einzuhalten. Das ist unfair, wenn man sich nicht dran hält. Voll faschistoid. Ja. Er ist natürlich kein Nazi oder so, aber Ja. faschistoid heißt nur, dass Und man halt ja. auf Krampf also Regeln einhalten will und immer sich daran und jeden bestraft und Exempel statuiert und sowas. Er redet schon so ein bisschen extrem. Ja. Exempel statuieren an einem Schmidtspieler, was soll das denn heißen? Denn er ist Richter und Henker in einem. Ja, sowas in der Art. Oh. Und Leute, die Adblock benutzen, sind Schmarotzer. Warum sind sie Schmarotzer? Er stellt es also nur her, um Geld zu verdienen. Das bedeutet, seine Let's Plays sind nur ein Produkt und nichts anderes. Nee, er argumentiert da, glaube ich, von wegen hier, ja, YouTube verdient doch Geld mit Werbung und so. Ja, genau. YouTube verdient vor allem Geld mit dem Verkauf. YouTube verdient vor allem kein Geld, sondern Google. Ja, oder Google halt. Ja, ist doch richtig. Ja. In der Zukunft wird es wahrscheinlich auch nicht mehr das Internet heißen, sondern nur das Google. Ein Quatsch. Das war jetzt nur als überspitzt. Ist mir schon klar. Und es gibt dann auch keine Daumen rauf mehr, sondern ich gebe diesem Video ein Google Plus. Wieso das Plus ist doch eigentlich schon. Ich meine, das wollten sie doch schon immer einführen eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass die Daumen hoch, Daumen runter mittlerweile weg wären. Nee, die sind noch da. Finde ich komisch, dass die Erinnerst du immer noch da dich? sind. Ja, erinnerst du dich noch an die Sterne? Jo. Ah. Eine Zeit lang hat Google das doch also YouTube das doch abgeschafft mit dem Daumen hoch, Daumen runter. Ja, aber dann haben Weil sie wohl. da hat doch Julians Block sein komisches Bewertungssystem für sein Battle nicht mehr gehabt. Ja. Da ging das doch irgendwie nicht mehr. Und dann haben sie es wieder geändert, anscheinend. Es gab Probleme, also haben sie es geändert.
Ob wir zufällig hier wieder eine Flasche ersperren? Ich glaube nicht. Übrigens ist das O. Ja, übrigens ist das eh unrealistisch hier. Weil ich meine, dass richtige Sniper Leute hier immer einen Scout dabei haben, oder? Ja, du bist doch mein Scout. Ja, aber ich meine in der Realität, also in der richtigen Armee, dass die Leute, also dass Sniper immer so einen Scout bei sich haben, mit so einem, halt mit Fernrohr. Nee, Quatsch, Fernrohr, Quatsch, du weißt, was ich meine. Ja, mit einem Fernglas. Fernglas halt, und die dann halt so absagen, so ab, die dann halt so beraten, so nach Motto, Ziel A, 1000 Meter entfernt, Windstärke 3. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe das doch gerade gesagt. Ja, du bist mein Spotter. Ja, aber ich mache... Ja, schon. Es gibt sogar einen Spielmodus, der Spot, der, wo man einen Spotter hat. Ach was. So hyperrealistisch oder was? Ja. Geht doch, mein Gott. Haben wir eigentlich schon auf Hoden geschossen in dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Wie gesagt, was bekommt man nur im Singleplayer? Ah. Ich glaube, das waren alle. Und bei höheren Schwierigkeitsgraden. Wenn man hohe Ballistik einstellt, also dieses komische, dass der Wind mitspielt und so, dann bekommt man oft eine Killcam, wenn man trifft. Mhm. So bekommen wir nur ganz selten eine. Ja. Und wenn man voll durchgeatmet, also wenn man dieses komische... wenn Luft das raus. Ganz zusammen ist. Mhm. Also wenn das ganz nah dran ist, dann hat man... Dann ist man... Dann bekommt man eine Killcam. Mhm. Ich glaube auch hier von spektakulärem zu reden. Mein Gott, du redest wirklich leider redest du wie ein Massespieler, der das nur für die Masse macht. Für die Masse? Ja, im Prinzip so spektakulär, möglichst herausstechend, bla bla bla. Einfach nur, es reicht sich eine kleine Community anzufertigen und das mehr braucht man nicht. Mein Gott, scheiß doch auf irgendwelche Geistabonnenten oder nein. Ach so. Ich will ausreden und du Nein. Ich immer will nur gleich dazwischen reden. Naja, ich will mich auch nur ein bisschen einbringen. So. Ja, du bringst dich aber nicht gut ein, weil du nicht verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ich will darauf hinaus, dass sich die großen Let's Player wie der kleine German Let's Fail, also so hat er sich ja genannt, also insofern ist es keine ganze richtige Beleidigung. Ja, ja. Alternativname. Ja, ja. Dass er damals gesagt hat, wie heißt es, einfach nur sich sozusagen, wie heißt es, aber wie soll man das jetzt beschreiben? Wie soll man das jetzt richtig sagen? Also bei der Konzentration des Schießens und so, ihr versteht. Mhm. Er macht es für die Masse. Er macht Videos für die Masse. Auch Tadl und Adi und die anderen. Die machen alle Videos für die Masse und das merkt man einfach daran, dass OBS anschmeißen, Minecraft spielen und fertig. Was anderes kommt da gar nicht vor. Wärst du so freundlich, Dejan? Moment. So, jetzt komme ich. Dummer Sandsack. Bisschen schneller, ich bin gleich tot. Scheiße. Ah, jetzt bin ich jetzt der hier gerettet werden muss. Ich sterbe gleich, also lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Hab ich ihn jetzt mit der Pistole erwischt? Ich glaube schon, ne? Ja, 40. Und erledigt. Game over. Schade. So schnell nach vorne gegangen. Naja. Aber ich bin zumindest, ja, recht nah dran an dir. Nee, das müssen wir ändern. Ich muss ein bisschen aggressiver werden. Ich meine auch, dass echte Scharfschützen auch manchmal tagelang an einer Stelle verbleiben müssen. Oh, jetzt bitte nichts annehmen, okay? Alles, was du, ich meine mal und ich nehme an, nicht aussprechen. Das ist meistens falsch. Was man mal vor Jahren gehört hat. Na, wo ist er? Ja, genau, der hat mich jetzt gesehen.
Ja, du scheuchst sie auf, ich baller sie weg. Hä? Wo kam das jetzt wieder her? Hört sich das jetzt mal bitte wieder aufladen. Da hat mich einer angeballert. Meine Fresse, so. Ja, das war doch mal ganz schick. Ich meine, auch so von den Punkten her war es auch ganz ordentlich. Wieso? Naja, so 800, 900. Geht doch. Ach, da ist noch ich einer. Ich habe gar keinen Kill gemacht. Ja, dann nimm mal den jetzt. Ich glaube, das sind schon wieder mehrere. Wo kommen die mal alle her? Muss irgendwo ein Nest sein. Hilf mir mal bitte. Ich komme. Ja, die Granate schadet mir auch, das weißt du. Ach so, ich dachte, das macht nur, wenn es von mir ist, dass es keinen Schaden macht. Okay. Kommst du? Nee, ich wollte gerade testen, ob man diesen LKW irgendwie in Luft sprengen kann, aber... Er will unbedingt Punkte fürs Auto zerschießen haben. Ne, es sieht halt cool aus. Nein. So, jetzt schleichen wir durch einen dunklen Bunker. Setzen wir auf MP oder Scharfschützengewehr? Scharfschützengewehr noch ab anfangs. Nicht abschießen. Warte auf die Knaller. Du den linken, nicht den rechten. Du den rechten, nicht den linken. Los, komm. Gleichzeitig. Wer jetzt? Ich rechts, du links. Okay. Scheiß drauf, so. Danke fürs Aufscheuchen. Diese Granaten sind irgendwie... Ist irgendwie so ein Glücksspiel, ne? Schmeißt du rein? Die F1-Granaten sind tödlich. Ja, schon, aber die Chance, dass du jemanden nochmal erwischst, ist eher die Frage. Nee, überhaupt nicht. Du musst nur richtig werfen. Ja, aber die rennen ja auch wieder weg. Die bleiben ja nicht einfach stehen. Meine Fresse, mache ich wenig Punkte. So. Ich sichere mal nach hinten ab. Ja, du sicherst toll nach hinten ab. Ich kriege erstmal ein halbes Magazin reingedrückt. Ich bin ausgewichen und du kriegst die Punkte ab. Quatsch, die Projektile. Ja, das hier ist was für COD-Spieler wie Dechan. Also genial, weil es sind enge Räume und so weiter. Ich verweise nur auf den Sakuristen-Podcast. Das heißt ja nicht, dass du magst es zwar nicht, aber du magst die Story zwar nicht, aber das heißt nicht, dass du nicht gut in dem Spiel bist. Ich fand das Spiel auch schon scheiße, also das volle Mechanik, habe ich doch auch gesagt in dem Podcast. Wo ist der hin? Feuer im Loch. Ich habe seine Granate zerlegt. Ah, das passiert auch nicht oft. Ich glaube hier... Nee. Es würde Sinn machen, wenn hier irgendwo noch mal eine Flasche stehen würde. Aber bei den ganzen Kram hier, die zu... Wir suchen hier jetzt nicht rum, das kostet nur Zeit. Ja, das meine ich auch, das dauert eh zu lange. Also weiter im Text. Ja. Haupttreppe. Irgendwie sieht hier alles gleich aus, dadurch ist es ein bisschen verwirrend. Rennen wir jetzt hier gerade im Kreis? Haupttreppe. Haupttreppe! Hast du ihr entdeckt, die Haupttreppe? Wir haben noch so ein bisschen Munition gebrauchen. Okay. Jetzt muss ich auf dich warten. Naja, nicht gerade lange. Doch, relativ lange. Du bist ungefähr immer 15 Meter hinter mir.
Pi mal Daumen ungefähr. Gegner. Hier sind wieder Gegner. Pi mal Daumen 15 cm. Scheiße! Moment. Schaffst du sie? Hilf mir. Ja, diesmal habe ich die Wand als Verbündeten. Alter, diese Scheiße. Kann ich eigentlich in der Fassung eine Granate werfen? Ich glaube nicht, ne? Nein, lass es lieber. Okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder per Hand auf aufs Gewehr wechseln. Du hast jetzt nicht gerade meine PPSH weggesnackt, oder? Wie? Moment, ich habe noch eine PPSH in der Hand. Ja, danke, du hast mir die weggesnackt, weil du keine Munition mehr dafür hattest und hast die eingesammelt. Jetzt hast du gerade volle Munition für die Waffe, oder? 58? 58, 71? Ja, du hast mir gerade meine Waffe geklaut. Gib die wieder zurück. Ja, wie denn? Ja, du sammelst eine MP40 auf und gibst mir die. Ja, wenn ich eine hier finde, liegt ja. Eine MP40. Hier liegt eine MP40. Hier liegen die überall rum. Okay. Ja, wo haben wir denn eine? Hier ist eine Gewehrmunition. Okay. Ein paar Stempel. Tipp mal, darauf, wir aus dem Hauptquartier müssen, ne? Oh Mann, jetzt habe ich keine MP mehr. Dankeschön, Dechan. Mein Gott. Neckt er mir einfach meine Waffe weg. Das kann in den Getümmel mal schon mal passieren. Nee, jetzt gib mir die wieder. Sammel eine MP40 auf und gib mir die. Wenn ich eine finde, ja. Die liegen, jeder Gegner hat eine. So, die Munition ist jetzt voll. Bist du auch mit deiner MP40? Obwohl. Nein, du hast ja keine. Okay. Die ist scheiße, das ist eine Scheißwaffe. Du hast also keine PPH aufgesammelt. Dabei. Nein. Wie denn? Deine Munition war angeschlagen und du hast meine mehr eingepackt, eingesammelt. Meine, die auf dem Boden lag. Weil wir Waffen, die auf dem Boden liegen und für die man Munition braucht, werden automatisch eingesammelt. Okay. Müssen wir jetzt erst den nächsten umhauen und hoffen, dass der eine MP dabei hat. Meine Fresse, so. Hilf mir mal und pass auf. Nachladen. Alter, die vermehren sich echt wie. Deck du die eine Seite ab, ich deck die Seite ab. Deck hier den Korridor ab. Ja. Den Korridor meine ich. Hier, den. Ich deck den hier ab. Du sollst den anderen Korridor abdecken, nicht den. Aber da kommt ja keiner. Doch, da kommt. Hilf mir mal. Okay. Liebe Wand, beschütze mich. Hier kommt man eh nicht durch. Hier sind nicht diese Scheinwerfer. Alter. Hilf mir nochmal. Kriegt man eigentlich Punkte dafür, wenn man mich überlebt? Nein. $540 geht doch. Ja, ganz ordentlich. Hier liegen überall MP40 rum, also sammel mal eine ein. Okay. Leiche durchsuchen. Munition. MP40. Wo sind hier eine MP40er? Gewehr. Landmine. Sollst du die Leichen durchsuchen? Du sollst. Ich hab die MP40 aufgenommen. Nimm. Na also, geht doch. Jetzt habe ich meine Waffe wieder. Danke. So. Pah. Ja, es geht da ums Prinzip.
So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist der Questpfeil? Ich denke mal da, wo die Raute ist, ne? Ja, ich sehe keine Raute gerade. Ich sehe sie hier unten, wenn du auf den Boden schaust. Wir müssen, glaube ich, wieder runter. Im Ernst? Oh Mann. Ja, ich glaube, das war so gedacht, wir sollen hier rüber und dann die Treppe runter und dann hier wieder sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ich mag es nicht, wenn es so klein und verwinkelt wird. Ach so, ja. Warte, warte, noch nicht dahin gehen. Erstmal den Puls regenerieren. Ja, du musst erstmal den Puls runterbekommen. Ganz schön unten. Oben. Oben. Ach, ja, oben, unten, da verliert man ein bisschen die Übersicht. Ey, du musst dich jetzt echt mal langsam darauf konzentrieren, Dejan. Ja, unterhalt die Leute ein bisschen, rede ein bisschen. Ja. Soll ich euch einen Tipp geben, wie man schnell an Geld kommt? Ja? Wenn es nichts Illegales und mit Internet ist, ja. Ja. Nehmt einfach eure alten Spiele. Egal, ob schon freigeschaltet oder nicht. Oder egal, ja, schon freigeschaltet. Geht damit in ein Internet. Nein, Quatsch, in Internet. Geht damit in ein Videospiel, Gebrauchtladen und verkauft die dort. Denn meiner Erfahrung nach haben die Leute dort leider nicht das Kompetenzwissen. Und zu wissen, dass man schon mal installierte Spiele, ich sage hier nur Origin oder Steam, nicht weiterverkaufen kann. Er redet von seiner Chefin. Ah, jetzt kommt die Mission. Jetzt werde ich versuchen, eine Killcam hinzubekommen. Hm. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht so laut, dass ich übertönt werde mit meiner Stimme. Nö, du bist noch recht deutlich zu hören. Okay. Wo ist er? Da ist ein... Da ist einer. Da ist einer. Okay. Du versuchst den Chef zu erwischen, ne? Und ich hab's verkackt. Mein Gott, das wurde aber auch Zeit. Alle gute Dinge sind drei. Ja. War leider kein Kopfschuss, aber ich habe ihm den ganzen Kiefer zertrümmert. Ja, hast ihm die Vorderzähne ausgeschossen, wie es scheint. Ich sehe die Raute, aber ich sehe den Gegner nicht. Ja, die verstecken sich hinter den Kisten. Zack. Scheiße. Der hier hängt hinter den Turm. Okay. Uah. Tja, Leute. Das war's. Dejans Festplatte war voll. Wir haben die letzten 7 Minuten nicht aufgenommen des Spiels. Ja. Und jetzt schießt er auch mal auf mich. Ja. Na los, sagt ihr schon. Ja, wir haben einen klassischen, ich glaube, man kann es so nennen, einen klassischen Let's Player-Fehler gemacht. Oder ich, besser gesagt. Und die Plastplatte ist vollgelaufen. Ja. Und wir haben einfach nicht die Lust, diese stressigen 7 Minuten nochmal zu machen, weil letztendlich war es nur Geirre, also das gleiche Heruntergeirre wie Hinaufgeirre durch den Bunker. Mit MPs. Insofern habt ihr habt wirklich nichts, absolut gar nichts verpasst. Also wirklich nichts. Es war im Grunde so wie Call of Duty, nur in der Third Person. Ja, genau. Ihr habt wirklich kein Stück verpasst. Wir haben ein paar Granatenkills gemacht und das war's dann auch schon. Aber also den Abschuss habt ihr gesehen. Wir haben einen Fail gehabt, wir sind einmal gestorben und das war's dann auch schon. Ja. Aber das Ende war doch... Die Figur ist einfach nur... rausgerannt. Ja. Aus dem Gebiet. Und das war's dann. Ja, wollte ich schon sagen. Das Ende war echt spektakulär. Ja, da weggerannt ist. Man sah den Hintergrund. Wow. Ja. Das war's dann. Ja, das war's. Hat man nicht viel verpasst. Sorry, aber diese Minuten wollen wir jetzt nicht reinschneiden. Wir wollen nicht die ganze Mission nochmal durchzocken. Nur um diese 7 Minuten. Davon sind wahrscheinlich 3 oder 4 der erste Fail. Insofern nur 3 Minuten. Das wäre zu nervig. Deswegen spendieren wir euch hier die 3 Minuten mit der Erklärung in dem Startgebiet des Bunkers. Ja. Ja. Also dann, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Folge. Bei Sniper Elite.
V2. Übrigens, kleine Info, es wird eine Weile dauern, bis die nächste Folge online kommt, denn Dejan fährt nach Köln zur Gamescom. Ja, ich stelle mich an, 5 Stunden. Mein Fuß ist zerlegt, deswegen gehe ich nicht hin. Tja. Insofern, wenn ihr Dejan sehen wollt, dann sucht ihn. Er ist derjenige, der aussieht wie er. Ja, ich sehe aus wie ich. Ja. Vielleicht mache ich. Er ist ein kleiner Typ mit rosa Kopfhörern. Wenn ihr den findet, das ist er. Ja, vielleicht mache ich vor Ort einen Vlog und lade den über Umwege noch auf meinen YouTube-Kanal hoch. Weiß ich ja nicht. Er macht keinen Vlog. Das wollte er schon die ganze Woche machen. Okay, dann tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Sniper Elite V2. Bis zu in 2 Wochen oder so. Oder eineinhalb Woche vielleicht. Nächste Woche. Ja, ciao. Gut, dann bis nächsten Dienstag. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.